Die WM ist noch in vollem Gange. Da wirft die Bundesliga schon wieder ihre Schatten voraus. Bei Werder Bremen war am Donnerstag Trainingsauftakt. Stilecht mit einem Laktattest am Nachmittag. Mit dabei auch Neuzugang Finn Bartels, der aus Hamburg vom FC St. Pauli kommt und endlich wieder in der Bundesliga ran darf. Erstmal freue ich mich einfach. Bundesliga hier mit Werder Bremen ist einfach eine riesen Sache für mich. Und da freue ich mich, dass ich ja, die Chance jetzt kriege. Und ist natürlich dann gibt es viele Highlight-Spiele in der Saison. Und da bin ich natürlich heiß drauf und werde alles geben, um dann auch meinen Teil ab und zu da beizutragen. Bartels ist aber nicht der einzige Neue. Alejandro Galvez, seines Zeichens Innenverteidiger, kommt von Rayo Vallecano und weiß schon genau, wo es mit Werder hingehen soll. Ich weiß natürlich, dass die letzten beiden Jahre nicht so erfolgreich waren. Mir wurde gesagt, dass eine sehr kompakte Mannschaft aufgebaut werden soll. Das Projekt klang sehr interessant und ich hoffe, dass Werder bald wieder dort spielt, wo es hingehört. Im Europapokal. An Zielen mangelt es also nicht im hohen Norden. Dennoch bleibt Werder wohl eine Wundertüte nach dem Abgang von Aaron Hunt, dem letzten Meister von 2004. Vielleicht ja aber auch die Chance zum Neuanfang mit Finn Bartels und Alejandro Galvez.